Leute auf YouTube und willkommen auch hier natürlich im Livestream-Chat, der über mir durchrattert. Wir spielen das Ganze ja nur im Livestream. Warum? Weil es darum geht, dass wir gemeinsam fusionieren. Ne? Wir erschaffen solche Dinge hier wie Margin Boomer. Wir entscheiden, was wir fusionieren, wie wir sie dann nennen und so weiter. Genauso wie in Pokémon Infinite Fusion. Und ich habe mega Bock. Ich habe mega Bock und die ist einfach wunderschön geworden. Margin Boomer war einer unserer letzten Erfolge. Über Mastered Ultra Instinct Chichi will ich nicht reden. Jeder bezeichnet sie als Oma. Jetzt mal ernsthaft. Das ist keine Oma. Das ist keine Grandma. Das ist Mastered Ultra Instinct. Sagt ihr zu Goku etwa Opa Goku? Hä? Nennt ihr ihn Opa Goku oder nennt ihr ihn Ultra Instinct Goku? Sacknasen. Ah, Mann. Aber auf jeden Fall, das haben wir verursacht. Wir sind hier nur in der Kanalisation unter der Stadt mit dem Arenaleiter. Es müsste Erika sein, glaube ich. Und das ist hier in dem Game Freezer. Wir müssen gemeinsam mit Erika, alias Freezer, die Kanalisation befreien. Was ziemlich schwer werden könnte, weil die Gegner richtig hardcore sind. Und das ist was Neues hier, das sind so neue Rätsel und so weiter, die kennen wir doch gar nicht. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen rumlaufen, rumsuchen. Irgendwie kann man nämlich auch das Wasser erhöhen, Wasser senken und ich check's noch gar nicht. Ne? Ich lese gleich den Kommentar. Was meine schwarze Katze vor 2 Wochen verschwunden, heute wieder zurückgekommen, dachte... Black Free, hoffe du kannst ihn wieder krass hochfüttern. Krass hochfüttern, Alter. Schön knuddeln. Schön knuddeln. Nein! Ich hasse Paralyse. Ich habe schon oft gesagt, ich weiß, aber das Schlimmste ist für mich, egal ob in Pokémon oder hier in Dragon Ball, Paralyse. Man greift immer als Zweiter an, man trifft meistens nicht, man sieht so beschissen gelb aus, es ist einfach zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. Und ich sehe gerade, unser stärkster Kämpfer, Gokion, ist ein bisschen zurückgerückt, ne? Der muss ein bisschen trainieren, ne? Und hier unten ist, oh, nicht nur Trunksy, den wir nicht haben wollen, sondern auch Mr. Satan, der natürlich perfekt reinpasst in die Kanalisation. Sehen wir uns mal ehrlich, oder? Sehen wir uns mal ehrlich. Kanalisation, Mr. Satan, das passt wie Arsch auf Eimer. Oh, hier geht man raus. Okay. Also hier sind wir reingekommen. Sind wir hier reingekommen? Wir sind hier reingekommen. Buh. Dich haben wir leider schon als Waifu, also können wir dich nicht mehr gebrauchen. Wir haben ja noch eine... Mr. Bubbles? Brauchen wir einen Affen? Nee, komm. Ich will nichts mit einem Affen fusionieren. Oh, ich kann übrigens nachgucken. Was wäre denn Bubbles für ein Pokémon? Soll ich es euch mal sagen? Ich habe es nämlich, glaube ich, vor kurzem erst gesehen. Bubbles ist ein Evoli. Evoli. Bubbles ist ein Evoli. Mr. Satan Müll, ja, alles Mr. Satan Müll hier. Oh, hier waren wir noch gar nicht, okay. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. In Pokémon und in Dragon Ball sind wir unterschiedlich weit, aber circa gleich, ne? In beiden Kanalisationen, bei anderen sind wir nach links gegangen, bei anderen sind wir nach rechts gegangen. Waren wir hier nicht schon? Das Spiel ist ja abgekackt, genau. Das Spiel ist ja abgestürzt, hier waren wir ja schon. Jetzt kommt's mir erst wieder, diese bösen Erinnerungen. Oh, Mann. Ich hoffe übrigens auch, dass sich das irgendwie legt mit diesen Abstürzen, denn sonst, also wenn das jetzt ständig passiert, dass das Spiel abstürzt, ne, dann muss ich leider sagen, bin ich mir nicht sicher, ob wir das Spiel zu Ende spielen können, ne, weil wenn es ständig abstürzt und wir ständig von vorn anfangen müssen, what the fuck, dann ist das echt ein Problem, ne. Das hat aber uns hart getroffen, aua, 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 Gokion fast im Arsch, Alter. Der auch? Der müsste doch jetzt sterben durch unsere Attacke, oder? Yo! Gokion rasiert. Satan mit Yamchu fusionieren. Willst du das ultimative Monster erschaffen? Ich spiel's echt laut. Willst du das ultimative Monster erschaffen? Ist das dein Begehren? Oh. Ja, genau. Das hat Chichi letztens ja auch schon gelernt. Die Metallklaue. Und moin, moin an alle im Chat natürlich. Moin, moin. Den hatten wir auch schon gesehen, genau. Wir waren ja schon so weit, das Spiel ist ja abgestürzt. Ah, das nervt. Das nervt, ne? Mr. Satan hat das Game gehackt, genau, ja. Und Mr. Satan war auch schuld, dass das Spiel abgestürzt ist. Endlich mal wieder
bei euch endlich wieder Zeit. Freut mich, willkommen zurück hier. Gegner besiegt. Das heißt, wir sollten jetzt wahrscheinlich öfter speichern, ne? Nicht auf Goku drücken. Ich weiß, ihr liebt das. Kamehameha! Und Koala, moin. Aber irgendwann geht's einem einfach auf die Nüsse, ne? Irgendwann geht's einem so richtig auf die Nüsse. Gokken ist noch erster. Genau, wir werden ja geheilt immer. Freezer, alias die Arena-Leiterin, heilt uns nach jeder Runde. Deswegen ist es so cool hier, mit ihr rumzulaufen, ne? Kann man gut trainieren, gegen die Gegner kämpfen. Ist natürlich immer Teamkampf, ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wo ist das Spiel abgestürzt? Bei dem Kampf oder so? Die Dame haben wir nämlich, glaube ich, noch gesehen. Ich glaube, die haben wir noch gesehen. Kalifla mit Yachirobi. Die haben wir, glaube ich, noch gesehen. Also ich weiß nicht mehr, wo das Spiel abgekackt ist. War zu viel Schaden, diese Bodenattacken. Es müssen ja auf die Nüsse gehen. Xaver, moin. Oh, Mann. Oh, Gokken ist echt langsam geworden, ne? Das war nicht mal ansatzweise effektiv. What the fuck, was ist das für ein Gegner? Was ist sie denn für ein Gegnertyp? Gestein? Gestein oder was? What the fuck? Aua. Mister. Genau, den haben wir noch gesehen. Ist es nicht dann abgestürzt, das Spiel? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es war auf jeden Fall richtig arschig. Nein, Kokion! Du warst ein treuer Kämpfer. Du warst ein treuer Kämpfer. Das ist ja Dragonmon Z, beziehungsweise Pokéball Z. Das ist sozusagen der geistige Nachfolger von Dragonmon Z. Wer das Let's Play nicht kennt, sollte ich unbedingt angucken. Wir spielen hier aber Dragon Ball Infinite Fusion. Das heißt, wir können hier alles fusionieren miteinander. Was ist mit Bubble Beam? Auch nicht. Was ist sie denn für ein Typ, bitte? Was ist sie für ein Typ? Guckt mal, alles macht ja überhaupt keinen Schaden. Ich check's noch nicht, ne? Ich check's noch nicht, was sie für ein Typ sein soll. Trotzdem löschen wir sie jetzt mit Bubble Beam. Bubble Beam. Bubble Beam! Wenn wir nicht eingeschlafen wären. Wir sind aber eingeschlafen. Kann sie besiegen? Nein! Ist das ein nerviger Gegner. Richtig, Eva, das war ja eigentlich als April-Scherz gedacht, das ganze Game. Deswegen wurde es auch nicht fertig ausgearbeitet oder so. Ist auch ziemlich schwer zu finden auf Google und so weiter. Aber, ja, ne? Typ alles. Ich glaube langsam auch, ja? Typ alles. Kann das Tobafee bitte wieder aufwachen? Ne. Tobafee pennt einfach weiterhin. Und die Lunch pennt weiterhin. Jetzt heilt die sich auch noch. Oh, sie ist aufgewacht. Und endlich besiegt, auch wenn es nicht effektiv war. Weg damit. Meine Fresse, war die nervig. Aber er ist genauso nervig. Hat die gute Lunch Bulma besiegt? Ah, ich finde es auch echt noch immer cool, dass die Arena-Leiterin mit den ganzen Lunch-Fusionen spielt. Ah, guckt euch an. Ist sie nicht knuffig? Ist sie nicht knuffig? Ich würde echt gerne mal den Mr. Popo loswerden, ne? Nicht effektiv, ist als Pflanzentyp wahrscheinlich. Er macht auch nicht viel Schaden. Die Gegner sind echt stark, ne? Die Gegner sind echt stark. Und der heilt sich die ganze Zeit. Aber er stirbt an Gift. Oh, wenn ich jetzt einmal treffe, habe ich jetzt den falschen Gegner angegriffen. Falschen Gegner angegriffen. Nein! Nein! Oh, oh Gott, sie hat ihn. Okay, hat sich doch gelohnt. Hat sich doch gelohnt. Ja, Level Up für Tobafee. Was willst du lernen? Mudshot. Na komm, Federtanz weg. Tobafee lernt den Mudshot. Noch was? Hazel Dance. Er erhöht hardcore unseren Speed. Ne, wisst ihr was? Das lassen wir erstmal alles bleiben. Wir bleiben mal bei den Angriffsfähigkeiten. Und danach können wir das ja ewig uns bei den Attacken, Vergesser, Erinnerer, das Ganze ja wieder zurückholen. Kann der kleine Nervensäge jetzt mal abnippeln? Der geht mir ziemlich auf die Nerven. Tschüss, Mr. Wegepo. So, ist jetzt hier das Spiel abgekackt letztens? Wir werden es gleich sehen. Nö, es läuft noch. Ich speichere gleich direkt.
Hey, ich hab so Angst, dass das Spiel die ganze Zeit abkackt, ne? Weil es halt, wie gesagt, nicht zu 100% ja, getestet wurde. Es kommen keine Updates. Hier kann man das Wasser senken? Ne, hier geht's raus. Okay. Hier geht's wieder runter. Was? Okay, dann. Ist hier noch eine Leiter und dann noch eine Tür. Ein Freezer! Ist jetzt, ja, ist cool, aber ich glaube, er ist zu groß. Der passt nicht hinein, unsere Fusion. Der, ich glaube, der ist zu groß für unsere Girls. Ich weiß nicht, ob wir mit denen fusionieren sollen, oder? Schaut mal, wie groß er ist. Wir werden nie den Kopf sehen. Das heißt, wir werden auch nie den weiblichen Kämpfer sehen. Freezer ist das Nebulak. Ja, aber guck mal, wie groß er ist. Das ist echt blöd eigentlich. Das ist echt blöd. Oh! Oh, ich habe schon ein Error-Fenster. Seht ihr das? Ne, seht ihr nicht. Kann ich das irgendwie rumschieben? Ne. Noch ein Error-Fenster. Okay. Zu groß für unsere Girls, ich glaube ja. Ich hatte jetzt zwei Error-Fenster. Bitte Spiel, hör auf Scheiße zu machen. Okay, hier geht's. Da fallen wir runter. Hier fallen wir auch runter. Das bringt gar nichts. Und was ist hier? Oh, hier ist ein Item. Ich glaube, wir müssen das Wasser erhöhen, ne? Wir nehmen doch eh den Frauenkörper, da ist die Größe egal. Stimmt. Stimmt. Okay, ich versuche mal hier an dem PC was zu machen. Wir wollen das Ganze fluten. Wie sieht's jetzt aus? Okay. Aber jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Oh, das ist ein neues Rätsel. Das gab es ja im echten Pokémon nicht. Wenn wir jetzt hier runter gehen, ist hier eine Brücke. Der eine schwimmt plötzlich. Seht ihr ihn schwimmen? Oh, ist das lustig. Okay, hier hoch. Bringt aber auch nichts. Hä? Inwiefern hat uns das was gebracht, das Wasser zu erhöhen? Müssen wir vorher noch irgendwas machen? Oder kann ich ins Wasser springen? Nee, springen kann ich sicher nicht, oder? Nee. Was hat uns das gebracht, das Wasser zu erhöhen? Da kommen wir auch nicht raus. Moin, moin, Leute. Was hat uns das gebracht? Oh mein Gott, Super Buu! Er guckt so grimmig. Level 28. Nee, ich habe keinen Surfer. Und selbst wenn, ich habe noch nicht den Trainer, den Arena-Leiter besiegt, der mir dann Surfer, der mir Surfer dann sozusagen beibringen kann. Oh, Speed ist runter. Versuch mal jetzt schon einen Ball drauf zu werfen, bevor er schläft. Ultra Ball natürlich. Er guckt traurig, er guckt so traurig. Ah, schade, ich dachte kurz, ja, wir haben ihn schon. Ich dachte kurz, wir haben ihn schon. Okay, das heißt, wir brauchen ein Pokémon. Was sieht das mit denn? Nein. Da war es Tobafee. Tobafee war die Schläferin. Dragon Ball Handyspiel empfehlen. Boah, das ist schwierig. Außer Dragon Ball Legends natürlich. Dokkan Battle gibt es auch noch. Das war es aber auch schon. Hypnose. Buu schläft. Buu macht jetzt ein kleines Schlafi. Okay. Buu macht jetzt ein kleines Schlafi. Dann versuchen wir es nochmal. Bitte, bitte, Buu! Bitte, Buu! Wir nehmen dich gerne mit. Super Buu, gefangen. Nice, Leute. Nice. Nummer 68. 1,60 Meter groß, immerhin. Und 130 Kilo? 130 Kilo? Ich guck bei der Liste nach, was ist er eigentlich? 68 ist. Ich guck mal kurz. Majin Buu. Ah, ein Mashok. Ein Mashok. Ein Mashok. What the fuck? Krass. Okay. Ein Mashok. Nur wir wollen mit das jemals weiterentwickeln, ist die Frage, ne? Goku haben wir schon. Brauchen wir nicht. Wie wollen wir das Mashok weiterentwickeln? Und wie funktioniert das Rätsel hier mit dem scheiß Wasser? Ich speichere nochmal. Ich habe schon wieder Angst, weil ich da zwei Error-Felder hatte gerade vorher. Ah ja, die entwickelt sie mit 40, genau. Müssen wir irgendwas verschieben? Jetzt ist wieder gleich, oder? Ja.
Müssen wir den Hebel umlegen? Ah, bist du scheitert? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ah! Ich kann nicht weglaufen! Nein! Verpiss dich! Nein! Ich will weglaufen! Ich darf nicht weglaufen! Ich fang den sicher nicht! Ich fang den sicher nicht! Ich versuch's, okay? Ich versuch's! Ein Ball! Ein Ball! Ein Ball! Er ist raus! Pech! Muss gelöscht werden! Muss gelöscht werden! Ich muss ihn einfach umbringen! Ganz einfach! Satan und Frau niemals! Der geht mir auch ziemlich auf die Nerven, muss ich sagen! Ich kann mir mehr Haar den Sack jetzt weg! Verpiss dich! Verpiss dich! Nicht mal, nicht mal... Flame Burst? Oh, unsere Chi-Chi lernt was. Wow. Die wird gut, Leute. Chi-Chi Mutti, wollte ich schon sagen. Chi-Chi Ultra Instinct wird OP. Aber was können wir machen, damit wir das Wasser irgendwie nützen können? Ah, ich hab's runtergeworfen! Hat ihr's gesehen? Ich bin der Pro-Gamer. Ich bin der Über-Pro-Gamer. Ich habe einfach das Brett runtergeworfen. Pro Gamer Rabbit ist da. Ist da. Da können wir was lernen. Also, ein bisschen Ass runter. Da könnt ihr noch was lernen, Leute. Nein, ach ja. Mal interessieren, wie Videls Mutter so drauf war mit Mr. Satan. Stimmt. 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 Wie war Videls Mutter? Ich habe nie gesehen, ne? Nee, haben wir überhaupt ein Bild mal gesehen von Videls Mutter oder saufig? Nee, oder? Nee, oder? Okay, hier ist ein Trainer, hier ist eine Leiter. Wo geht es hier weiter? Ach, hier kann man wieder fluten? Perfekt gegangen. Da müssen wir nicht nochmal hin. Perfekt gegangen. Ich nehme einfach jetzt die Sachen mit. Dann brauchen wir nie wieder hingehen, weil wir nehmen uns ganz einfach den Pokéball da unten. Will mal zocken. Kannst du aufhören, Werbung zu machen? So, wir gehen da runter. Kannst du mir privat schreiben? Du kannst mir privat alles schreiben. So, wir gehen jetzt hier wieder runter. Gucken mal jetzt zu den Typen. Ja, wir kämpfen gegen ihn. Scheiß drauf, wir müssen sowieso vorbei. Da unten schwimmt noch immer einer. Ich finde es so lustig. Da unten schwimmt noch immer einer. Ah, Mann. Okay, was haben wir hier? Was ist Kid Budu? Budu. Pudu. Was ist Kid Pudu? Habt ihr eine Idee? Was ist Kid Pudu? Pudu. Also Kid Buu auf jeden Fall. Aber was ist das zweite drin? Sieht so weiblich aus. Es sieht so weiblich aus. Haben wir eine Idee? Super effektiv. Verwirrt und schläft. Eine arme Sau. Eine arme Sau. Liegt mir auf der Zunge. Superman alternativen Universum. Könnte man auch so auffassen. Das alternative Universum. Oh, guck hier, Level 30, sehr schön. Er kommt langsam wieder ein bisschen nach. Schöne Grüße aus dem Burgenland. Hey, moin. Grüße zurück. Der Name ist ein weiblicher Bu mit dem Namen Pudding. Pudding? What? Pudding? Nein, hier geht's nicht weiter. Okay, wir müssen das Wasser wieder ablassen, also. Das Item haben wir ja geholt. Dann lassen wir das Wasser mal ab. Oh, die neuen Rätsel hier, ne? Die neuen Rätsel hier, Leute. Wasser ablassen. Wir dürfen bloß nicht da rechts zu runterspringen. King Piccolo! Ich versuche ihn mal ein bisschen zu damagen. King Piccolo! Oh, Psycho ist nicht gut. Weil er selbst Psycho ist? Er ist ein Psycho.
versuche mal zu fangen, Leute. Der König, ja, der König ist da, Leute. Verneigt euch, fucking Piccolo. Sonst wird er euch auslöschen. Sonst wird er euch einfach auslöschen. Da kennt er nichts, ne? Da kennt er nichts. Und ja, natürlich können wir auch mal wieder männliche Charaktere fusionieren. Wir müssen nicht immer weiblich mit männlich fusionieren. Wir können natürlich auch mal ein bisschen rum experimentieren wieder, ne? So wie Gokion. Nee, Gokion? Heißt er? Nee, Vegeta Maso zum Beispiel ist ja auch eine Fusion. Aus Männern. Nö, ein Mann kniet nicht. Sag das mal Oberteufel Piccolo. Ich will sehen, wie du vor Oberteufel Piccolo stehst und sagst, du kniest dich. Und er dann Kopf abgebissen. Oh, wir haben ihn. Oh, wäre cool, wenn er mit kleinen Kindern schießen würde. Ja. King Piccolo. Psycho-Fee. What? Psycho-Fee. Was ist King Piccolo? Ich gucke für euch nach auf der Liste. Danke nochmal, Wargan, für die Liste. 122. Er ist ein Mr. Mime. Wie heißt nochmal schnell auf Deutsch Mr. Mime? Ich habe seinen Namen vergessen. Ich hasse den. Pantimos. Er ist ein Pantimos. Ich hasse Pantimos. Er ist ein kleines Pantimos. Jetzt müssen wir hier runterspringen, ne? Er ist ein kleines Pantimos. What the fuck? What the fuck? Der Oberdorf ist ein Pantimos? Oh man. Okay, wir gehen mal jetzt hier runter. Müssen wir ja. Wir können ja sonst nichts machen. Nein! 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 In keiner Welt, werde ich irgendwas von der Ginyu Force fangen. Ich kann nicht runtergehen? Ich kann also nicht runter. Ah, hier kann ich runter. Wir schaffen es heute. Kamehameha! Genau, mit Kamehameha-Energie werden wir es schaffen. Bisher ist das Spiel noch nicht abgekackt. Ich habe aber schon 2 Fehlermeldungen, aber es läuft noch. Oh mein Gott, was ist das links für ein... Das sind beide! Das sind beide ja furchtbar! Die sind beide ja furchtbar! Oh Gott! Oh Gott! Kann die wer töten, bitte? Die rosa-rote Saiyajin-Gang ist da! Nein, wir schlafen schon wieder. Die rosa-rote Saiyajin-Gang. Wach auf, wach auf, wach auf! Nein, er wacht nicht auf! Gokion! Oh Mann! Aber warum wacht er denn nicht auf? Schlafbruder, okay? Die sehen so krass aus, oder? Die rosa Gang, ey. Ist schon geil, aber? Hat was von Team Rocket. Hat was von Team Rocket, original. Oh Mann. Allein der rechte, wie aufgepoppt, die Frisur, dann die rosa Hose dazu. Ist einfach geil. Ist einfach geil. So, jetzt müssen wir ihm noch loswerden. Ist da kein MH effektiv? Dass wir von unten rausschießen. Es geht, es geht. Kann man damit leben? Oh, lebt noch? Ich habe noch einen Slam drauf. Nein, Slam geht immer daneben. Slam ist so eine scheiß Attacke in dem Spiel. Wie oft ging mein Slam schon daneben, weil ich es am Ende einfach kurz nutzen wollte, um den Gegner zu besiegen. Ständig geht's daneben. Rosa Gang besiegt? Jo, Rosa Gang ausgelöscht. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Trotzdessen habe ich ganz Angst, dass das Spiel abkackt. Wir speichern jetzt so oft, wie wir können. Ne? Lasst mich jetzt nicht vergessen, falls wir mal lange nicht speichern. Hier rechts geht's nicht weiter. Da oben ist ein Pokéball. Und wir können die Brücke runterwerfen. Dann kommen wir weiter. Genau. Also hier den Pokéball. Ne, das bringt ja gar nichts, die Brücke runterzuwerfen. Kann ich sie trotzdem runterwerfen? Ja, okay. Wir werden es wahrscheinlich doch benötigen, irgendwann nämlich später, wenn wir nochmal das Wasser auffüllen. Geht es hier jetzt rechts weiter? Ohne Wasser? Ich glaube nicht. Chef der Rosa Gang, Mr. Satan. Richtig. Kann man nur so sagen. Er ist auf jeden Fall der Boss. Ah, ja. Okay, da oben liegt was. Wir müssen das Wasser jetzt das Wasser wieder aufdrehen. Das heißt, wir müssen uns durch die ganzen Mr. Satans durchkämpfen. Er verfolgt uns. Er verfolgt uns. Er will nicht einsehen, dass er nicht der stärkste Kämpfer der Welt ist. Er will uns beweisen, er ist es. Hm? Dabei ist es einfach nur ein kleiner Schlappschwanz. Sind wir mal ehrlich. Aber trotzdem, ohne Mr. Satan wäre Goku und so weiter nicht mehr am Leben. Hm? Hm. Würdest du beim DBL-Jubiläum auch über einen Black, dass ich einen Super Saiyajin verwandeln kann? Black im Super Saiyajin? Black im Super Saiyajin? Hatten wir gar nicht. Warte, was meinst du?
So, hier oben weiter. Oh Mann, die ganzen Mr. Satans und die Trunks-Kinder, die passen hierher. Ginyu Force, Trunks Kid und Mr. Satan. Das hier unten ist meine persönliche Hölle. Ich hasse das Trunks Kid. Ich hasse ihn. Okay. Es sieht langsam gut aus hier. Kann man sich... Im Manga kann er sich zum Super Saiyajin verwandeln. Ah! Oh, okay. Der Anime-Serie nicht. Oh, da ist noch so eine Angry Chi-Chi. Und ein gut aussehender Dodoria Goku Black. Gut aussehen. Dodoria ist echt ein geiles Fusions-Pokémon. Wir müssen Chi-Chi als erstes loswerden. Chi-Chi ist einfach zu krass. Chi-Chi ist zu krass. Oh. Hat nicht viel Damage gemacht. Gar kein Damage gemacht. So ein Psi-Beam. Helping Hand. Ha! Super effektiv. Habe ich aber nichts gemerkt davon. Super effektiv. Chi-Chi in Jung? Hä? Hey. Das ist vor ihrem Ultra Instinct. Ja, kein Problem. Sie war noch nicht im Ultra Instinct. Das war so einfach, ne? Stellt euch vor, die hätte schon einen Ultra Instinct gehabt, ne? Jetzt, ich weiß, oh mein Gott, Meister Kaio ist der Oberälteste der Namekianer. Ich wusste es. Ich wusste es. Meister Kaio, der Oberälteste der Namekianer. Sieht hier auf dem Bild gerade echt gut aus im Vordergrund mit dem Teamkampf, ne? So Doria Goku Black, der passt da echt gut hin gerade. Und übrigens, unser Kamehameha ist die Drachenwut, deswegen macht es immer 40 Schaden. Und moin moin alle im Chat natürlich. Krass. Es ist echt krass, wie eine sehr effektive Attacke überhaupt kein Damage macht. Psychostrahl ist ja nicht mal so schlecht eigentlich, ne? Aber leider unser Drachenwut macht halt mehr Damage, ne? Gokion braucht echt mal neue Fähigkeiten. Gokion braucht Psychokinese. Habt ihr das gesehen? Übermächtige Attacke. Komplett aufgebaut. Und dazu ein Futzelchen Schaden. Das war ja gar nichts, Alter. Aber er hat uns aus dem Bild gedrückt. Drachenmut ist am Anfang echt OP, ja. Sehr gute Attacke. Wer ist gut? Lauma? Bulma und die gute Lunch. Die gute Lunch und Bulma. Aber die gehört nicht zu uns, die gehört zum Arena-Leiter-Team. Aua, und die nippelt fast ab. Oh, der arme Tenshin Han musste mit Captain Ginyu fusionieren. Ich habe ein bisschen Mitleid, ne? Ich habe ein bisschen Mitleid. Er musste mit Captain Ginyu fusionieren. Die arme Sau. Hat das Lunch gar nichts gemacht? Oder war die vor uns dran? Lunch? Lunch? Greif an! Warum greift die nicht an? Warum greift Lunch jetzt nicht an? Die greift nicht mehr an? Ah. Oh. Aber besiegt. Unsere Ultra Instinct Dame muss noch ein bisschen leveln, ne? Dann darf sie spielen und dann lacht ihr nicht mehr. Okay, wir haben jetzt zwei Wege. Was hier hinten? Oh, oh! Das war der richtige Weg. Nein! Ah, ich kann noch zurückgehen. Okay, oh Gott. Ich werde leider noch hochgehen. Oh! Oh! Da kann man raus. Okay. Links oder rechts, Leute? Chat, links oder rechts? Li oder Re? Links, rechts, rechts, links. Oh Gott. Rechts, rechts, rechts. Dreimal links, dreimal rechts. Seid ihr lustig? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Right, ist egal. Okay, jetzt sind mehr rechts. Jetzt sind mehr rechts. Welches Video eigentlich als nächstes von dir? Heute kommt noch ein Dragon Ball Z Kakarot Video. So, okay, wir sind jetzt rechts gegangen. Oh mein Gott, ich hasse Schalterrätsel so unglaublich. Das könnt ihr euch nicht mal ansatzweise vorstellen. Aber das hier ist ziemlich einfach. Aber ich hasse sie so sehr, diese Kreiselscheiße, ne? Warum ist da Freezer? Das ist der Arena-Leiter.
Und der hilft uns da ein bisschen. Mist. Mist. Ja, ja, das können sie einfach. Rabbit hat sich verlaufen. Wir können nur dahin. Also wir müssen hier kämpfen. Oh, doch nicht. Da können wir nur nach oben. Da kommen wir wieder zu ihm. Toll. Toll gemacht, Rabbit. Du kannst das. Ist ja viel einfacher. Ich hasse ohne Witz die Schalterrätsel über alles. Und ist das eine süße kleine Uranai Baba Namekianerin? Guckt euch die kleine Uranai Baba Namekianerin an. Ist sie nicht schön? Ist sie nicht wunderschön? Aua! What the fuck? Das hat weh. Kamera High Five? Geschafft? Nee, scheiß drauf. Besiegt? Level 31. Sehr gut für Gokiam. Chichi, Level 25. Sie kann Stampfer lernen. Willst du nicht noch immer mit ihr anlegen? Was lernt die denn für krasse Attacken? Scheiße. Es ist alles krass, was die Dame kann. Nee, ich muss Stampfer erstmal weglassen. Die wird so gut. Die hat jetzt schon so krasse Fähigkeiten, Alter. Nehmen wir mal Selfla. Wir haben es ja umbenannt. Selfla ist da. Oh, ich sehe gerade, ich habe das falsche Bild im Hintergrund. Moment. Wo ist mein... Ah, hier. So. Metal Kayla? Metal Kayla? Ernsthaft? Furchtbar. Metal Kayla... Hat die uns gerade an Stellen berührt, wo sie das gar nicht darf? Hat die uns gerade an Stellen berührt, die sie nicht berühren sollte? Mr. Bupo? Man kann echt alles fusionieren, ne? Du kannst dich auch Mr. Popo mit Bubbles fusionieren, natürlich, ohne Probleme. Ne? Oh nein, wir schlafen jetzt wieder ein, ne? Ne, doch nicht. Okay. Ja, man kann alles fusionieren. Reden wir nicht darüber. Okay, hier komme ich raus. Hier komme ich zu dem Item. Ja, hier komme ich zu dem Item mal. Elixier, okay. Und dann komme ich hier runter zu dem nächsten Item. Sehr gut. Läuft bei uns. Full Heal. Katze, jetzt nicht Katze. Kleine Toki-Woki. So, hier gehen wir wieder rauf. Hier gehen wir wieder rüber. Hier bleibt uns nur eine Wahl, nach oben zu gehen. Da rechts gehen bringt nichts. Ich kann nur nach oben gehen. Aber hier habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich hab's! Du hast den Knopf vergessen? Man muss den Knopf drücken. Warum hast du das nicht vorgesagt, Evador? Bist du sicher, dass ich den Knopf drücken muss? Ist das ein Knopf? Bist du sicher, Evador? Reden wir doch mal über Oma Chichi. Nein! Glaubt ihr echt, das war ein Knopf? Chat, glaubt ihr, das war ein Knopf? Muss ich nach Mr. Napo, wieder zurück? Aber wir werden gar nicht mehr geheilt, habe ich vergessen. Wir werden gar nicht mehr geheilt. Das war's dann mit Gokiam? Muss ich echt zurück? War das ein Schalter? RIP. Ey. Oh. Verwirrt? Nein. Warum? Verwirren ist echt tolle Sache. Wir müssen es versuchen. War das ein Schalter? Ihr könnt auch weitergehen und gucken. Ah, scheiß drauf, wir gucken. Jetzt bin ich zu neugierig, Evador. Jetzt muss ich gucken gehen. Ist das ein Schalter? Oh, Mann. Das ist eine Kiste, oder? Das ist eine Kiste, Leute. Ich kann nichts machen. Verursacht leider nichts. Kann nichts machen.
Ist Eber da schuld, dass wir jetzt den ganzen Weg nochmal laufen? Ja. Nicht Spaß. Kann man nichts machen, leider. Sah aber aus wie ein Schalter, ja. Neugier gestillt, ja. Neugier gestillt. Und wir haben es rausgefunden. Hier kann ich nur so gehen. Hier kann ich nur so gehen. Was ist ein schweres Rätsel? Was ein schweres Rätsel? Gonna catch them all. Alle 120.000 müssen gefangen werden. Ne, ich bezweifle es, dass hier so viele sehen. Oh mein Gott, schon wieder so ein... Was macht Bulma da? Level 35 Gegner. Bulma, geh da weg. Bulma. Geh da weg. Der ist 10 Level über dir. Warum ist der 35? What? What? 35? Paralysiert? Perfekt. Er will uns die ganze Zeit slammen. Nicht effektiv. Paralysiert, kann sich nicht bewegen. Ich liebe es. Matschot vielleicht? Geht nicht? Okay. Wieder paralysiert? Geil, oder? Geil. Ja, wir können ihn nur Body slammen. Wir können sonst nichts machen. Aber hier kann er. Kann es sein, dass er gegen uns gar nichts tun kann? Nichts? Nichts? Oh, er kann uns natürlich am Ende des Kampfes paralysieren. Ich bin raus. Ich gehe jetzt nach Hause. Wollt ihr mich verarschen? Am Ende des Kampfes werden wir auch noch paralysiert? Wollt ihr mich verarschen? Genau. Ah, Mann. Was ist das Scheiße? Was ist das Scheiße? Okay. Oh, ein Ball direkt vor meiner Fresse. Oh, Max Revive. Bosskampf. Kann ich da jetzt nach unten gehen? Nee, okay. Okay, zweimal eine volle Wiederbelebung. Wie sieht es mit meinem Team-Up aus? Oh. Ja, Gokion könnte das gebrauchen. Gokion könnte das vielleicht gebrauchen. Ah, Max Revive. Nutzen wir mal. Ich habe Angst, dass da jetzt ein fetter Bosskampf kommt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Gibt es einen Paralyseheiler? Haben wir einen, haben wir. Einen Paralyseheiler. Dann braucht es hier noch eine Potion. Team heilen, Leute. Wenn wir jetzt geheilt werden, fresse ich einen Besen. Gokion wechselt mal mit Selfla. Kommt davon, wenn man sagt, er kann nichts tun. Ja. Hock daheim, ich gehe jetzt nach Hause. Ja, Koala. Ja und? Ja und? Das Problem. Pilaf. Es ist Pilaf und seht ihr das? Ich nehme mal die Maus. Seht ihr die Maus? Ja. Hier oben liegt der Meisterball. Hier oben liegt ein fucking Meisterball. Meisterball. Oh Gott. Pilaf, okay. Wir müssen Team Pilaf besiegen. Team Pilaf wird nun hier ausgelöscht. Sehr gutes PNG von ihm. Ist das Krillin und der Ansager? Ist das Krillin und der Ansager? Verwirrt, auch eins meiner Lieblingssachen. Er hat mich an Stellen berührt, die er nicht berühren darf. Er wird ausgetauscht, was? Was haben die meiner Pan angetan? Pan und Schild? Ich muss es schnell töten. Ich muss es schnell töten. Nein, nicht Pan. Alles außer Pan. Oh Gott, der kann Inferno. Gott, zum Glück trifft er uns nicht. Wir können ihn aber auch nicht töten. Mit zwei Leben überlebt. Mit zwei Leben besiegt. Jetzt kommt nochmal Krillin. Dann nutzen wir jetzt wieder Gokion. Die arme Pan, ja. Das geht nicht. Du musst mir schnell löschen. Das war nie da, okay? Vergesst das wieder, Leute. Es war nie da. Und tschüss, Krillin. Müsste reichen. Ja. Perfekt. Nur 26. Oh, Mastered Ultra Instinct Chichi will schon wieder was lernen. Schatz, es ist Nister. Primetage. Ne, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ah, die will schon wieder was lernen, weil sie stark ist vielleicht. Oh.
Es ist Mecha-Freezer mit einem Pflaster am Kopf. Und Baby in einem? What the fuck? What the fuck? Was war nie da? Das haben wir vergessen. Ich meine, Spaß. Sag's jetzt nicht nochmal. Wir müssen ihn leider so besiegen. Wir sind gerade hardcore gelevelt. Guckt mal bitte, er ist Level 37. Was hat Pila 4 für ein krankes Team? Haben wir ihn besiegt? Ja! Giovanni alias Pilaf ist besiegt. Okay, wir werden nie verstehen, was er erreichen will. Bla bla bla. Die Weltherrschaft. Freezer ist wieder da. Sehr gern geholfen. Also, wir sollen nun den Meisterball aufheben. Ich hab ihn. Speichern. 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 Ich hab den Meisterball. Hä? Hab ich ihn doch nicht? Wo ist der Meisterball? Habt ihr den Meisterball gesehen? Hier. Ah, ist nur der Prototyp. Aber, steht dabei, wir sind jetzt in der Lage, damit jeden Kämpfer zu fangen. Warum ist er dann aber nicht hier drin? Hä? Er gehört dir noch nicht. Ah, scheiße. Scheiße. Können wir jetzt links rausgehen? Ah, okay. Aber Leute, wir gehen ins Pokémon Center, wenn ich noch weiß, wo das war. Weiß ich immer, wo das Pokémon Center war? Hier nicht. Er gehört mir noch nicht. Das müssen wir ändern. Ach jo. Denkt ihr, wir sind bereit? Zurückbringen zu der Firma und du bekommst ihn geschenkt. Ich weiß nicht, wo die Firma war. Oh, Moment mal. Ist das ein Tauschtypi wieder? Ponita. Er will ein Reitschuh haben von uns, dann gibt uns das Ponita. Was ist ein Reitschuh aber? Ein Pikon! Wir haben kein Pikon. Was ist ein Ponita? Stimmt, auch gute Frage. Muss ich jetzt alles nachgucken? Wie heißt der Ponita auf Englisch? Rapidash, genau. Ne, Ponita. Heißt auch Ponita. Pan ist das Ponita! Pan! Alarm! Alarm! Pan ist das Ponita! Alarm! Das heißt, wir brauchen irgendwann das andere Pokémon. Oh Mann, das wird nervig. Aber was ich machen will... Nein, ich will in die Arena. Wo ist die Arena? Ich glaube, du warst links, oder? Ah, hier unten. Hier unten. Ich will zur Arena. Die Panita, richtig? Die Panita. Die Panita, Leute. Okay, hier ist die Arena. Leute, danke fürs Zugucken. Das war's mit der heutigen Folge. In der nächsten Folge geht's natürlich weiter hier im Livestream. Gerne abonnieren, um nichts zu verpassen. Schaut gerne die anderen Videos an. Viel Spaß. Haut rein. Und ja, werden wir den nächsten Orden schaffen. Und ciao.